Du bist sicher, dass die Adresse stimmt? Ja. Wieso? Naja, ist ja schon ein bisschen basic. Also rein optisch. Ich hab gedacht, ihr wart schon mal hier. Ja, 1982. Aber da sah das irgendwie anders aus. Hallo? Jemand zu Hause? Hallo? Die Familie Eulmann ist da. Mit Anhang. Was ist das denn? Andreas. Oh, hallo. Familie Eulmann. Wir hatten reserviert. Ihre Klingel ist hier gerade. Ich habe da nur einmal, da ist die... Wir waren in den 80ern mal hier. Erinnern Sie sich? Du hast die Reservierung doch abgeschickt, oder? Natürlich. Paul, nimm doch mal die olle Maske ab. Nö. Ja, sollen wir nicht erstmal einen schönen Begrüßungsschnaps? Wo ist denn der Herr des Hauses? Mein Mann ist vor kurzem gestorben. Ich hatte ihn aber geschrieben, dass ich die Pension nicht mehr führe. Andreas? Aber das ist doch nicht so schlimm. Wir finden bestimmt was anderes. Vielen Dank. Ja, nochmal herzliches Beileid. Wir gucken einfach mal im Dorf. Ja, das wird aber schwierig werden. Im ganzen Dorf sind Kanalarbeiten. Die Pensionen haben alle geschlossen. Ach, deswegen stinkt's hier so nach Scheiße. Ich mache Ihnen 4 Zimmer zurecht. Das ist ja schnell gemacht. Nein, bitte, das ist doch nicht nötig, Frau. In einer knappen Stunde wären wir auch wieder zu Hause. Wir wollen Ihnen wirklich keine Mühe machen. Ach, ist ja vielleicht ganz schön, wenn wieder Leben ins Haus kommt. Ich bin gleich wieder da. Ja, Mensch. Treffen in 20 Minuten zum Spazierengehen? Nö, ich möchte mich jetzt erstmal in eine heiße Wanne hauen. Ja, dann drück mal die Daumen, dass der alte Herr Meierhofer vor seinem Ableben noch die Ölrechnung bezahlt hat. Robert. Ja, ich dachte, wir gehen jetzt erstmal alle schön zusammen. Ist doch dein Geburtstagsgeschenk. Eben. Und deswegen kann ich bestimmen. Und ich möchte mich jetzt erstmal in die Wanne hauen. Ja, ich schließe mich dem an. Bis später. Aber ihr kommt mit. Wollen wir mal nach Hause gehen? Mir ist langweilig. Boah, so eine Scheiße hier. Knietief durch die Schlammkacke warten. Echt, ey. Boah, ein Pinkel muss ich auch schon wieder. Ich hab dir 1000 Mal gesagt, du sollst dir wetterfeste Kleidung mitnehmen. Wenn ich dich schon sehe in den dünnen Schüchen da. Ja, es gibt nun mal nicht so viele Wanderschuhkollektionen für Schwangere. Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Sagt man immer. Wir wären in einer Stunde zu Hause. Ich sag das nur noch mal. Warte mal, sie hängt schon wieder ganz schief. Und wie gesagt, ich muss pinkeln. Können wir jetzt mal bitte irgendwo reingehen? Ich krieg schon einen steifen Nacken. Hunger. Ich dachte, wir machen nach der Wanderung erstmal eine Weinprobe. Ja, Weinprobe ist super für mich. Vielleicht können wir danach noch Bungee springen. Jessie, ist doch scheißegal. Hauptsache weg hier. Das hab ich gehört. Entschuldigung. Jetzt lass uns doch mal da vorne noch um die Ecke gehen. Da muss gleich ein ganz toller Aussichtspunkt kommen. Boah, guck mal. Alles voll Kacke. Ist das der Aussichtspunkt, Katja? So spitze. Lecker, oder? Und man hat trotzdem dieses Asiatische so ein bisschen drin. Mhm. Mama, riech mal, das stinkt irgendwie. Paul, hör auf, die gucken schon, da stinkt nichts. Obwohl, ich habe auch das Gefühl, das müffelt ein bisschen. Echt? Das liegt daran, weil das ganze Dorf noch scheiße stinkt. Danke dir auch, guten Appetit. Und wie schon gesagt, du bist schwanger, da riecht man eh anders. Aber Kinder, das liegt schon irgendwie schwer im Magen. Marion, das weiß man aber vorher. Das ist die Pfälzer Küche, die ist natürlich mächtig. Nee, ihr habt recht, da stimmt irgendwas nicht. Ich esse das nicht mehr. Ich auch nicht. Echt? Naja, doch. Ich dachte, das wäre das Glutamat, aber wenn das vom Fleisch kommt... Jetzt hört mal auf, das kann doch nicht euer Ernst sein. Wir können doch nicht 9 volle Teller zurückgehen lassen. Wieso denn nicht? Ja, wie peinlich ist das denn? Du kannst gerne meinen Teller haben. Hau rein, Schatz. Ja, von mir ist auch noch was übrig. Ich habe ja auch noch 1/2 Meter Abfall in Bratwurstverkleidung. Ja, hier. Mann, jetzt hört doch mal auf, die gucken schon die ganze Zeit. Ja, na klar gucken die. Die können es einfach nicht fassen, dass wir hier einen alten Müll fressen. Jetzt hört mal auf. Jetzt ist aber gut. Nachher sind wir wieder die rassistischen Deutschen. Muss ja auch nicht sein. Andreas hat völlig recht. So, nun hört mal her. Wir würgen jetzt noch ein bisschen von dieser Pampe runter. Und dann sagen wir... Wirklich sehr, sehr lecker, aber leider viel zu viel. Köstlich. Ja, hat dir geschmeckt? Ja. Wunderbar.
ihr Rest einpacke. Nein! You look so